Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. Hier mal ein Video in eigener Sache. Mir hat eine Kundin von mir geschrieben, sie sei sehr glücklich, warten Sie mal, aber ich bin glücklich, dass ich verstanden habe, dass es nicht an mir liegt. Das schreibt sie mir unter anderem. Sie ist nämlich von einem anderen Anbieter, wo sie eine Vorbereitung gebucht hat auf den Betriebswirt IHK und überhaupt nicht klar kam, zu mir gewechselt. Und jetzt hat sie mir eine lange Mail geschrieben, dass sie sehr glücklich ist, dass sie sieht, dass sie mit meinem System die Dinge verstehen kann und sehr glücklich darüber, dass sie gesehen hat, dass es nicht an ihr liegt. Das ist nämlich genau das Gefühl, dass andere Anbieter, sicher nicht alle, aber viele, ihren Teilnehmern geben. Die eigene Unzulänglichkeit, Dinge zu erklären, wird auf die Teilnehmer projiziert, sodass die Teilnehmer denken, es liegt an mir, ich bin zu dumm. Und in Wirklichkeit ist der Weiterbildungsträger unfähig, den Stoff zu vermitteln. Und das ist das zentrale Problem. Und dieses zentrale Problem führt dazu, dass Menschen verbrannt werden für die Weiterbildung. Dieses Erlebnis der angeblichen eigenen Dummheit ist so tiefgehend, dass die Leute in der Regel über Jahre für die Weiterbildung verbrannt sind und sagen, das war so schmerzhaft, ich mache keine Weiterbildung mehr, was in der heutigen Zeit nicht ungefährlich ist. Auf Weiterbildung zu verzichten, ist nicht ungefährlich. Und in dem Zusammenhang schreibt mir die Teilnehmerin auch, dass sie es bedauert, dass in den Foren so schlecht über meine Produkte geschrieben würde. Und dann zitiert sie ein paar Dinge und eines dieser Sätze, die sie zitiert, will ich hier mal aufgreifen. So, nach dieser langen Vorrede komme ich jetzt zum Thema dieses Videos. Also in Foren, so schreibt mir diese Teilnehmerin, steht, die Themen werden nur oberflächlich behandelt, bezogen auf mein Lernsystem. Die Themen werden nur oberflächlich behandelt. Ich bin ziemlich sicher, dass das keiner geschrieben hat, der mit meinem System gearbeitet hat, sondern mit Sicherheit jemand, der nur glaubt, mein System beurteilen zu können, aufgrund der kurzen Zeit, die meine Teilnehmer brauchen, und daraus schließt, dass das ja nur eine oberflächliche Behandlung sein kann. Also der Zusammenhang ist, dass ich ja deutlich, deutlich kürzere Vorbereitungszeit habe, ja, also eine kürzere Zeit führt dann zu dem Schluss, oberflächliche Vorbereitung. Das ist also nicht eine praktische Erfahrung, sondern das ist ein Schluss, den die Leute ziehen. Weil meine Vorbereitung ja so kurz ist, kann das ja nur oberflächlich sein. Ich bin aber noch nie oberflächlich gewesen. Ich habe einen ganz anderen Ansatz. Ich habe allein auf diesem Kanal fast 9000 Videos. Und keines dieser Videos ist oberflächlich. Ich will Ihnen erklären, was ich meine. Stellen wir uns vor, das sei hier ein See und das sei die Oberfläche. Also das hier genau sei die Oberfläche. Wenn jemand jemandem vorwirft, er mache ja nur eine oberflächliche Vorbereitung, bedeutet das ja, wir betrachten mal kurz hier die Oberfläche. Und wir gehen nicht weiter hierhin in die Tiefe. Man hat also im Prinzip das Bild von einer Wasseroberfläche, über die man kurz drüber huscht, ohne in die Tiefe dieses Sees zu gehen und zu gucken, was am Grund dieses Sees ist. Das ist gemeint mit oberflächliche Vorbereitung. Das ist das Bild der Oberfläche. Das ist das, was die Leute vorwerfen. Ich habe aber ein ganz anderes Bild in der Strukturierung der zu lernenden Informationen und das will ich Ihnen zeigen. Dieses Bild
ist abfotografiert aus meinem allerersten Prospekt aus dem Jahre 1994. Damals habe ich den Markt dieser beruflichen IHK-Weiterbildung betreten mit dem Produkt Marketing in 20 Tagen. Das war im Herbst des Jahres 1994 mein erstes Produkt, Marketing in 20 Tagen. Und ich habe schon damals, und ich habe das bis heute nicht geändert, das Bild eines Baums verwendet. Ein Baum, der Wurzeln hat, der einen Stamm hat, der Äste hat, der Zweige hat, der Blätter hat und der Maserung der Blätter hat. Das ist immer mein Vorstellungsbild gewesen und immer das Leitbild für alles, was ich gemacht habe. Für jedes, auch der frei zugänglichen Videos auf YouTube. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich immer an der Wurzel anfange. Das ist genau das Gegenteil von oberflächlich. Ich fange immer hier unten an. Wo sind wir gerade? Was ist die Grundstruktur des Gebietes, das wir gerade hier behandeln? Und dann gehe ich von hier unten nach hier oben weiter in die Details. Und das größte Detail ist die genaue Betrachtung der Maserungen der Blätter. Ja, es gibt hier den Stamm, es gibt die Zweige, es gibt die Äste, die kleineren Äste, es gibt die Blätter und die Maserungen der Blätter. Und wenn dieser Baum nicht ganz reicht als Bild, dann habe ich im Marketing, im Prinzip analog zu einem Baum, diese Dreiecksstruktur entwickelt. Ja, das ist von mir, das ist sehr oft gestohlen worden, aber das ist von mir, das habe ich mir ausgedacht. Das ist im Prinzip das Gleiche. Hier unten ist die Wurzel und dann öffnet sich das Dreieck nach oben. Hier oben stehen die Instrumente, Product, Price, Promotion, Place, also ich bin im Marketing gerade. Und dann kann man natürlich noch weiter hier in die Blätter und in die Maserung der Blätter gehen. Im Rahmen von Produktpolitik, also Product, gibt es dann die Produktinnovation, die Variation, die Eliminierung, die Verpackungs-, die Markenpolitik, das Product Placement. Das ist also das Vorgehen weiter in die Details, wenn man so will, weiter in die Blätter und die Maserung der Blätter. Mein Vorgehen ist also immer von unten, vom Grund, von der Wurzel nach oben in die Details. Von daher ist, wenn jemand schreibt, die Themen werden nur oberflächlich behandelt, der hat nichts begriffen. Denn ich mache genau das Gegenteil von einer oberflächlichen Behandlung. Ich gehe immer von der Wurzel aus. Wie gesagt, ich habe auf diesem Kanal fast 9000 Videos, überprüfen Sie es. So, also das kann nur jemand geschrieben haben, der nie mit meinem System gearbeitet hat. Und der aus der Tatsache, dass meine Vorbereitungszeit ein Drittel bis ein Viertel der üblichen Vorbereitungszeit ist, von Präsenzseminaren und auch von Fernlehrgängen, wo 95% noch abbrechen, daraus schließt, dass das bei mir ja nur eine oberflächliche Behandlung sein kann. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, immer von der Wurzel geht es weiter, von unten nach oben, nicht von oben nach unten, wie ich es gerade gezeigt habe am Bild mit diesem Teich und der Oberfläche. Nein, von unten nach oben. Und jetzt ist es in der Tat so, dass man hier, wenn man so vorgeht, von der Wurzel weiter in die Details, also in den Stamm, die Zweige, die Äste und die Blätter und die Maserung der Blätter, kann man bei einem gewissen Detaillierungsgrad abbrechen. Sagen wir hier. Wenn man so weit in der Vermittlung des Lernstoffes gegangen ist und ein Teilnehmer braucht dann nicht für die Prüfung reicht das locker aus, aber braucht in der Praxis noch ein weiteres Detail, dann ist der hier mit mir zusammen bis hierhin gegangen und kann sich ganz leicht diese ein, zwei Details noch erarbeiten. Und jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Umgekehrt funktioniert nicht. Wenn man also den Leuten nur Maserungen von Blättern vermittelt hier,
dann sind die Leute grundsätzlich nicht in der Lage, diese Blätter einem Ast zuzuordnen, von dem Ast zu dem Zweig zu gehen, vom Zweig zum Stamm und zu den Wurzeln. Umgekehrt funktioniert nicht. Also von hier unten nach oben funktioniert, von oben nach unten funktioniert nicht. Und das Problem ist, dass die allermeisten genauso vorgehen. Die nehmen irgendein Blatt, untersuchen die Maserung dieses Blattes. Das ist dann meistens auch das Gebiet, wo der Dozent sich super gut auskennt. Auf anderen Gebieten kennt er sich teilweise gar nicht aus. Wir haben ja unglaublich viele Fachidioten da rumlaufen, die nur dieses ihr eigenes und einziges Gebiet können, aber keine anderen Gebiete. Ja, und jemand, der Marketing unterrichtet, der kann vielleicht noch Personal unterrichten, also diese klassischen Laberfächer, aber der unterrichtet mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht Rechnungswesen. Ja, Rechnungswesen, Controlling, Finanzierung, das sind alles die quantitativen Fächer. Ich habe das an anderer Stelle ausführlich erläutert. Und Marketing, Personal sind die klassischen Laberfächer. Ich meine das nicht abwerten in Bezug auf die Fächer, nur dass man hier keine Zahlen braucht und immer einen erzählen kann. Ja, Sie finden also vielleicht jemanden, der Marketing und Personal unterrichtet, aber Sie finden kaum jemanden, der Personal und Rechnungswesen unterrichtet, der sich mit Bilanzierung und Gesetzen, also mit klaren, strukturierten Dingen auskennt. Ja, es gibt die strukturierten und eher die Laberleute. Und da wir unglaublich viele dieser Fachidioten haben, entweder nur dieses strukturierte, also Rechnungswesen, Controlling, Finanzierung oder nur das Labern, Marketing und von mir aus Personal, haben wir auch unglaublich viele Fachidioten da rumlaufen. Und die nehmen dann mit ihren Teilnehmern das Blatt auseinander bis in die kleinste Maserung. Und wenn man dann die Leute in der mündlichen Prüfung fragt, sag mal, was soll das Ganze überhaupt? Das ist die Frage hier nach der Wurzel. Ja, so fängt ein mündlicher Prüfer, auch das habe ich oft erläutert in vielen Videos, fängt ein mündlicher Prüfer an. Ja, sagen Sie mal, worum geht's denn da überhaupt? Warum macht man das überhaupt? Was ist denn das? Was soll das? Solche Fragen. Ja, Einleitungsfragen. Dann wissen die, die hier die Maserung des Blattes bis ins Detail studiert haben, wissen nichts. Ja, werden direkt am Anfang der mündlichen Prüfung auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Und das passiert meinen Teilnehmern nicht. Und noch etwas, in der mündlichen Prüfung muss der Prüfer hier unten anfangen. Ja, der kann ja nicht sofort mit Ihnen in das letzte Detail springen. Der kann ja nicht sofort ein Blatt abreißen und sagen, hier erklären Sie mir mal die Maserung dieses Blattes. Sondern der muss Sie ja hinleiten. Und diese Hinleitung, ich mache es nochmal, funktioniert so. Nicht umgekehrt. Ja, und in der Regel kommt der Prüfer in der mündlichen Prüfung, die ja zeitlich sehr begrenzt ist, kommt der gar nicht zu den Maserungen der Blätter, ja, sondern endet irgendwo hier in diesem Bereich. Aber bis dahin hat der Prüfling alle Fragen beantworten können, weil er die Struktur weiß und kennt. Ich fange also immer bei der Wurzel hier unten an und vermittle dann die Struktur des Wissensgebiets. Einer meiner wichtigsten Prinzipien, auch das habe ich sehr, sehr oft wiederholt, ist Struktur vor Inhalt. Erst kommt die Struktur. Wenn also der Prüfling diese Baumstruktur hier vor seinem geistigen Auge hat, dann kann er immer dem Prüfer folgen. Er weiß, der ist jetzt bei dem Ast, jetzt springt er zu dem Ast und so weiter. Alles kein Problem, wenn man von der Wurzel vorgeht und die Struktur vermittelt. Wenn also jemand schreibt, die Themen werden nur oberflächlich behandelt, ist das mit hundertprozentiger Sicherheit keiner, der je mit meinen Video-Coachings gearbeitet hat. Und ich bin das gewohnt seit 25 Jahren, dass Leute über mein System urteilen und nur ihre Vorurteile projizieren. Ja? Also ich mache das Gegenteil von einer oberflächlichen Behandlung. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.